Hallo und herzlich willkommen wieder auf Schattenspiel TV. Mein Name ist Janosch und wir spielen wieder Vintage Story. Und wie ihr sicherlich an meiner Stimme hören könnt, ich bin wieder voll da, voll gesund, voll fit und super enthusiastisch. Wir haben so viel wieder heute anzuschauen, was auf unserem Community Server neu ist. Wenn euch das interessiert, auf dem Community Server, wir haben da jetzt schon ein paar Anfragen, wer hier mitspielen will, wer da noch Interesse hat. Unten in der Videobeschreibung ist der Link für unseren Discord-Channel von Schattenspiel TV und da haben wir auf diesem Channel auch einen kleinen niedlichen Kanal, wo ihr auch einfach mit Leuten schreiben könnt, die Vintage Store mögen, wo ihr Fragen stellen könnt, wo wir Fragen beantworten können. Wenn ihr irgendwie Probleme habt, schreibt da mal rein. Da haben wir schon einigen Leuten geholfen. Und wir gucken mal, was heute hier so alles neu ist und was wir vorhaben. Warum habe ich euch da eigentlich mitten auf die Straße gestellt? Das muss irgendwann mal nachts passiert sein. Wie ihr seht, wir sind gerade so ein bisschen Ende Winter, Herbst und der Stahlofen ist gerade aus. Ich habe mich nicht genug Eisen vorbereitet. Da muss ich tatsächlich mal wieder ein bisschen was vorbereiten. Und wir gehen auch gleich mal in die Schmiede und sehen, ja, da ist ein bisschen an mehr Metall wieder da. Ich habe ein bisschen Kupfer und Bismutbronze gemacht. Da fällt mir gerade ein. Ach ja, upsie, ich hatte ja noch Eisen hier drauf. Haha, das müssen wir mal noch schnell einmal gießen. Na, nicht wegschmeißen. Das müssen wir einmal schnell gießen. Und dann wollte ich ja, das war nämlich tatsächlich eine Frage von euch. Ich habe das nämlich hier. Ach, Moment, jetzt reicht's. Ich muss da endlich meine Bremse einbauen. So. Jetzt könnt ihr mich auch verstehen. Das war tatsächlich eine Frage von euch. Ich habe nämlich zwar in der ersten Staffel mal gezeigt, wie man aus Eisen die Eisenbahn macht, aber tatsächlich nicht in der zweiten Staffel. Und deswegen gucken wir uns das gleich einmal an. Wenn ihr das fragt, versuche ich dann natürlich auch zu helfen. Aber erstmal gießen wir hier die Bismutbronze in die Barrenform. Ihr seht, ich habe da ein paar mehr Barrenformen uns jetzt hingestellt. So, und wir müssten jetzt hier genau 21 Barren haben. Alles rein da. Ich finde das übrigens richtig cool. Wir sehen, dass die ersten Barren hinten links schon wieder abkühlen. Das ist voll cool. Wieder die verschiedenen Farben dadurch entstehen. Die verschiedenen Abstufungen an Kältegraden. Jetzt stehen wir hier auf den Dingern drauf. Finde ich nicht so gut. Ziemlich heiß. So. Guckt euch das mal an. Wie ihr da seht, dass die so von rot langsam Richtung orange und dann hier noch zu richtig gelb glühend werden. Voll cool. So, dann also, wir fangen mal anders an. Wenn ihr Eisenerz habt, das hier, dann packt ihr dieses Eisenerz zusammen mit Holzkohle in diese Rennöfen. Das sind die hier. Ja. Und dann kriegt ihr die sogenannten Eisenluppen raus. Diese Eisenluppen sehen so aus. Die hier, Eisenluppe. Und um aus den Barren zu machen, das ist nämlich ganz viel, das was der außen sieht, das ist ganz viel Schlacke, was da dran ist, ne, müsst ihr die aufheizen, auf den Amboss packen und dann müsst ihr mit, ich zeig's jetzt einmal manuell, mit einem, mit dem Teilen die ganze Schlacke abschlagen. So. Mal alles wegmachen, das ist Schlacke, das ist nicht gut. Das sind also vom Brennprozess einfach Überreste. Oh, jetzt habe ich einen normalen abgeschlagen. Das wollten wir nicht. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und da ist einer. Und da ist auch noch einer. Oh, ich glaube, ich habe zu viele normale abgeschlagen. Und dann müssen wir die anderen Voxel, die richtigen Eisenvoxel, an die richtigen Stellen pappen. Das machen wir jetzt einmal per Hand. Damit ihr das einmal richtig ordentlich seht, so wie es bei euch auch dann zu sehen ist. Ich schlage irgendwie alles kreuz und quer, aber nicht außen soll.
Ah, guck mal, wir haben aber genug Teile Eisen übrig. Dass wir jetzt die Überreste einfach abschlagen, wenn der Barren geformt ist. Und hopp. Habt ihr einen Eisenbarren. Ne? Ganz easy. Hopp, fertig. So, und was wir jetzt aber natürlich machen können ist, dank, das funktioniert auch in Vanilla, ne? Das ist Vanilla-Variante. Stark unser Hammer. Können wir einmal zugucken, wie der das komplett alles automatisch macht. Das dauert natürlich ein bisschen, aber mit drei Hämmern und der Geschwindigkeit geht das schon gut schnell. Essen wir zwischendurch was, während der da arbeitet. Und ihr seht, fertig. Und wir haben zwei Eisenbarren. Und so funktioniert das, aus Eisenluppen Eisenbarren zu machen. Dann können wir die hier aufstapeln und sind fertig. Easy, oder? Aber jetzt habt ihr das auch mal gesehen in dieser Staffel. Dann haben wir das auch abgehakt. Wunderbar. Danke für den Kommentator, der mich daran erinnert hat, dass wir das noch gar nicht hatten. Die sind noch zu heiß. So. Ah, und dann gucken wir uns mal an. Also ich habe auch noch was anderes mit euch vor, aber wir gucken uns natürlich mal an, wieder was Neues auf dem Server. Ich habe mal angefangen hier so eine, ich hatte Bock auf so eine Blockhaushütte, so eine aus Holz zu bauen. Und habe hier so mit Holz und mit Baumstämmen was die hier einmal hingesetzt. Und habe hier oben auch, ihr seht das, mit so Baumstämmen oben drauf gemacht. Bisschen wie so eine finnische Hütte. Und finde das eigentlich ganz nice. Ich muss mir noch einfallen lassen, ich werde da wahrscheinlich nochmal irgendwie diese Wand hier ein bisschen kleiner schüsseln, dass der Baumstamm so ein bisschen hervorkommt. Ne? Das machen wir aber nicht jetzt, das werden wir später mal machen. Aber das Grundgerüst, das habe ich gerade erst fertig gebaut. Ne? Das ist schon mal da. Dann seht ihr, ich habe hier den Weg, guck mal, ich habe diese etwas schnellere Straße hier auch über die Brücke jetzt gebaut, dass man hier schneller hin und her laufen kann. Und ich habe angefangen, diese Mühle abzubauen, denn wir haben ja da oben unsere Mühle, die wir übrigens nach rechts und links irgendwann nochmal erweitern werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gezeigt habe, ich habe den Rand von unserer Brücke da, den Rand, habe ich jetzt mal weitergebaut, dass die da eine vernünftige Umrandung hat, dass die jetzt auch wirklich da oben, da fehlt noch ein bisschen was, sehe ich gerade. Dass die aber wirklich massiv aussieht, ne? Dass die einfach ein bisschen schöner aussieht. Ich sehe zwar irgendwie optisch sieht es aus, als wenn da so ein Fehler ist. Nee, da fehlt was. Da fehlt ein Block. Da so. Da muss ich nochmal ran. Aber die ist jetzt, also diese Außentreppe ist jetzt auch fertig. Da oben sehen wir den Rand von der nächsten Treppe. Da müssen wir auch nochmal weiterbauen. Ich will da nochmal vielleicht ein bisschen größer das Gelände bauen, dass das ein bisschen weiter vorkommt. Aber da sind wir kräftig dran dabei. Tatsächlich habe ich aber aktuell ein ganz. Ah nee, ich wollte ja genau, wir wollen erstmal. Ich habe nicht mehr geschenkt bekommen. Davon abgesehen, dass Sabine auch teilweise immer weiter schön hilft. Also sie hat mir ein Geschenk bekommen. Ich habe mich hier irgendwo. Da. Haben wir ganz viel coolen Kuchen und Fleischpastete. Aber guck mal, wir haben Käse. Wie wir Käse machen, gucken wir uns nochmal irgendwann an. Warum ist hier so dunkel? Boah, ist ja überall dunkel. Aber jetzt schneiden wir uns erstmal ein Stück Käse ab. Wenn die ganzen Dinger hier runternehmen. Komm her. So. Geht das so? Nee. Wie schneide ich Käse? Ah, mit Rechtsklick. Jetzt haben wir hier Käse. Eine Scheibe Cheddar. Jam, 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 jam. Komm, wir nehmen uns gleich noch was mit für unterwegs. Nehmen wir uns den Käse mit. Jam, 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 jam. Lecker Käse mit der Milch von unseren gemolkenen Kühen. Das Kühen. Ziegen. Wir haben ja gar keine Kühe. So, aber dann kann man uns den Käse lecker, lecker. So, aber jetzt gucken wir uns mal an. Jetzt muss ich überlegen. Eisenluppe erklärt. Straße, genau. Ich habe ja letztes Mal vorgestellt, dass wir diese große Halle hier bauen. Ich habe mir mal so ein Gerüst hingestellt, weil ich einfach das cool fand, dass man hier gerade so Bauarbeiten hat. Ne, finde das ganz gut. Und ich habe da kräftig weitergearbeitet und habe ein paar sehr gute Ideen gehabt. Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, wie der aktuelle Stand ist. Und ihr seht schon, die Rüstungen stehen jetzt hier weiter vorne. Und wir haben jetzt hier Schaukästen hingestellt und guckt euch das mal an. Rosenquarz, Milchquarz, hier ist Olivin, Selvin und sowas drinne, Lapislula. Hier haben wir ein paar Barren drin, also wir haben hier so eine Art Ausstellung, was so unsere besten Produkte und Sachen sind. Oh, hier guck mal, Malachit, oh ist der schön. Hier kristalline Brocken an Gismut und Kupfer. Da haben wir eine Muschel drin, was haben wir hier?
Ach, nochmal kristallisierte Brockengalli. Ah, sehr schön. Hat die Sabine reingestellt. Und bauen hier uns vorne so eine Art Eingangshalle auf. Und jetzt gucken wir mal rein hier. Und jetzt Achtung. Boah. Ja, da ist doch schon was passiert. Ihr seht diese Erdbrocken, die sind nur dafür da, um Sachen abzuzählen. Die kommen irgendwann weg. Was ihr aber auch seht, sind diese ganzen Statuen an der Seite, diese ganzen Rüstungsständer. Da kommen überall Rüstungen rauf. Hier sehen wir schon eine erste, die gesetzt ist. Hier kommen überall Rüstungen rauf. Das wird ganz, ganz spannend. Bei dem Boden bin ich noch nicht ganz so sicher, ob ich den so haben will. Also bitte, liebe Leute, jetzt mal in die Kommentare. Was sagt ihr denn hier zu diesem Boden aus Mammutbaumbrettern? Ne? Hier sogar ganze Stämme. Was ist denn eure Meinung dazu? Auch da habe ich ja schon mal angefangen. Hier außen habe ich mit Steinen eine Umrandung gemacht. Und hier auch sehen wir, da habe ich das Ganze so mit so einem Brettern gemacht. Findet ihr das gut oder wollen wir da lieber dunkle Bretter nehmen? Ich bin da noch nicht ganz sicher. Also da kann sich auch noch was ändern. Was ich schon mal gemacht habe, ist, das werde ich auch, wenn ich andere Bretter nehme, so beibehalten, dass ich hier diese Treppe in diesem Eingangsbereich so ein bisschen geschisselt habe, dass die hier so ein bisschen Tiefe bekommt einfach. Finde ich ganz schön. Und dann bauen wir hier hinten irgendwann eine große Tafel auf. Ne, ihr seht da schon den Anfang von der großen Tafel. Und da werden wir irgendwann einen großen Tisch aufbauen. Vielleicht sogar noch auf dem Podest ist der Plan. Dann habe ich hier schon mal diese Säulen hingestellt. Ne? Wie stellt ihr diese Säulen her? Zeige ich euch gleich. Und diese Säulen hier an der Wand hergestellt. So, jetzt wollt ihr wissen, wie stellt man diese Säulen her? Dazu nehmen wir uns erstmal, das geht also, sagen wir es anders. Das geht mit dem Teil, mit dem Teil, mit dem Teil. Das sind alles sogenannte geschisselte Blöcke. Wir zeigen es einmal jetzt am Beispiel von dem hier. Oder macht das Sinn? Ne, wir zeigen es am Beispiel von dem hier. Komm her. Wunderbar. Also, wie man Blöcke schisselt, habe ich ja schon mal gezeigt. Aber ich würde sagen, ich zeige das trotzdem einfach nochmal. Und dann zeige ich euch, wie ich es hingekriegt habe, dass ich diese ganzen Blöcke, das sind ja alle geschisselte, hier und hier, wie ich einfach davon nur eine produzieren musste und die dann immer wieder kopiert habe. Das ist nämlich ganz einfach. Es gibt da eine Mod, die das sehr leicht macht. Und zwar ist das die Workbench Expansion. Das ist diese Mod hier, diese verbesserte Werkbank. Und wir zeigen jetzt einmal mit dem Holzblock, wie das geht. Und dann zeige ich euch mit dem Steinblock ganz konkret, wie man das macht und wie das funktioniert. Ich muss mal gucken, ob ich davon überhaupt. Ah, ich muss mal kurz was besorgen, bevor es weitergeht. Jetzt kann ich das gar nicht zeigen. So. Ja, genau. Brauchen wir nämlich was da. Fupp. Aber das kann ich gar nicht so zeigen. Dann zeigen wir das mal nicht mit dem Holzblock, dann zeigen wir das mal mit der Stone Slab. Okay. Also. Wir nehmen mal einen Block, egal welchen. In dem Fall nehmen wir mal den hier. Fupp. Jetzt nehmen wir einen Hammer in die linke Hand, einen Meißel in die rechte Hand, machen einmal einen Rechtsklick drauf und dann wird aus der, haben wir oben gesehen, für alle, die es nicht gesehen haben, oben die Bezeichnung, also spult nochmal ein Stück zurück, die hat sich jetzt geändert und mit einem Rechtsklick können wir jetzt anfangen, hier einzelne Pixel rauszuarbeiten, wie ihr seht. Ne? Ich kann hier alles wegmachen und mit Rechtsklick wieder, mit Linksklick wegmachen. Rechtsklick hinmachen. Und wenn ich jetzt F drücke, warte, das war nicht F, ich will mal Licht machen. Wenn ich jetzt F drücke, kann ich hier auswählen 1x1, ne, die verschiedenen Größen, zum Beispiel 4x4, dann sind das so ganze Blöcke, die ich raushole. Bei 2x2 so kleinere Blöcke und kann die aber auch immer wieder hinmachen. Und kann das Ganze aber auch noch rotieren, wenn ich jetzt sage, so, hier rotiert er das rum. Und bei Spiegeln, na, spiegelt er das nur. Ne, also da kann man ganz, ganz viel machen. Ich kann hier oben auch noch wieder was draufsetzen. Obwohl die Slab ja nur unten ist, kann ich den Block bis wieder hier hochsetzen. Geht alles. Ich frage mich. Ah, okay, out of material. Okay. Ich konnte jetzt nur was oben draufsetzen, weil ich vorher was weggenommen habe. Das war jetzt ein langer Freeze. So, und jetzt nehmen wir mal an, ich mache aus dieser Stufe, will ich jetzt einfach hier so ein bisschen eine feinere Stufe machen. Aus optischen Gründen machen wir hier die Seite auch noch weg. Mal so eine Art kleines Podest. So. Ah, nee, da nicht. Und will dann hier oben meinetwegen noch so eine
Einkerbung reinmachen. Einfach aus optischen Gründen, weil ich das cool finde, weil ich das irgendwo hinsetzen will, als einfach Zierobjekt, ne? So, jetzt will ich davon aber 10 Stück haben. Aber ich will nicht jedes Mal 10 Stück davon ausbauen. Das heißt, ich gehe an diese Werkbank, packe einen Meißel in die Werkbank, packe das Musterstück hier rein und packe dann von demselben Material, also hier auch wieder diese Granitstufe, hier rechts eins rein. Ne? Muster, Meißel, Objekt und dann gehe ich hier mit dem Mauszeiger auf die Werkbank, während das Fenster offen ist und mache einfach Rechtsklick. Und jetzt seht ihr hier rechts den Pfeil, dass der voll wird mit grün. Und wenn der voll ist, bupp, habe ich eine zweite davon. Und wenn ich den weiter voll mache, eine dritte. Wir machen mal 4 Stück insgesamt. So, jetzt haben wir 3 plus 1 sind 4. Und jetzt habe ich diesen selben Block, den wir gerade gemeißelt haben, einfach viermal. Cool, ne? So. Und dann zeige ich euch mal einen Trick mit dem Teil hier. Das ist der Schraubenschlüssel. Der ist tatsächlich Vanilla. Mit dem kannst du die Ausrichtung von zum Beispiel Stufen irgendwie drehen und ändern. Oder auch von geschlüsselten Blöcken. Das ist einfach so, dass der die dreht. Dann macht er so. Könnt ihr das drehen. Und jetzt kommt nämlich der interessante Effekt, warum ich das genauso geschlüsselt habe. Wenn wir zwei Blöcke, nämlich die so aneinander geschlüsselt sind, zusammen machen, haben wir einen richtig coolen, netten Effekt. Guckt euch das mal an. Hat was, ne? Sieht gar nicht schlecht aus. So, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Ich habe den Block nicht mitgenommen. Doch, Stone Slab ist doch richtig. Das ist hier dieses Musterstück, was wir vorhin hatten. Wir können es uns nochmal anschauen. Von dieser Wandsäule, von dem Seitenteil der Wandsäule. Und da packe ich jetzt einfach eine rein, weil wir brauchen ja noch eine. So, habe unsere zweite, wie wir es eben mit dem anderen Teil auch gemacht haben. Und jetzt können wir wieder in unsere große Halle gehen. Licht mitnehmen. Und können diese Säule da fertig bauen. Und dann seht ihr auch schon, wie ich das einfach mit allen Säulenteilen gemacht habe. Diesmal habe ich es vorbereitet für euch. Nämlich diese ganzen Säulen gemacht habe. Wo ist unser Loch? Wo war doch ein Loch hier? Da. So, jetzt könnt ihr schon sehen. Achtung. Und das kopierte Teil da drüber. Und schon haben wir diese ganzen Teile hier. Diese Teile hier. Und damit das ganz genauso, ne? Da habe ich einfach nur einen Stein genommen. Hab die einmal gebaut, hab die kopiert und hier reingesetzt. So. Und kleiner Tipp für die andere Seite. Wenn ich den jetzt da reinsetzen würde, ist der natürlich verkehrt rum. Auch da wieder Schraubenschlüssel nehmen, umdrehen, fertig. Und damit war das gar nicht so schwer, nachdem ich einmal ein Muster hatte und wusste, wie ich die Säule bauen will, habe ich die einfach kopiert. Ganz easy. Und gleiches habe ich natürlich mit den Säulen hier gemacht, ne? Das sind auch nur zwei Blöcke. Ich hätte ehrlicherweise nachher, muss ich sagen, ich hätte es aus einem Block machen können. Ich habe aber zwei Blöcke genommen. Mittlerweile gefällt mir das sogar ein bisschen besser. Ne? Hier sieht man es mal. Und da habe ich auch einfach nur, können jetzt hier auch wieder was wegnehmen. Ja, haben wir daneben Hand. Das ist einfach nur ein Block, der so geschüsselt ist. Mehr ist es nicht. Und da kann man so ein bisschen kreativ werden. Ich finde das ganz gut. Ehrlich gestanden, ich habe mich auch mal an einer Löwenstatue versucht. Die sollte eigentlich vor einem Eingang stehen. Ich zeig euch die mal. Die ist so, naja, geworden. Ihr seht hier so, der Anfang ist schon ganz gut geworden. Ich komme hier oben aber noch nicht weiter. Also ich werde da nochmal irgendwann noch weiterarbeiten. Aber, naja, ich finde das aber schon ganz schön geworden. Ne? Für den Anfang. Wir gucken mal weiter. So. Das war also das Update der großen Halle. Die wird die nächsten Tage noch weitergebaut. Jetzt packen wir erstmal unser ganzes Werkzeug hier wieder weg. Und dann haben wir mal wieder ein kleines Abenteuer vor. Weil ich habe ja gesagt, ich will euch jetzt wieder öfter mitnehmen, auch dass wir mal wieder unterwegs sind. Nicht die ganze Zeit hier nur in der Schmiede arbeiten. Und erstmal packen wir mal ganz viel Zeug weg. Du kommst weg. Du kommst weg, alles hier wegpacken ordentlich. Bretter wegpacken. Feuerholz stapeln wir wieder dahinter auf. Wupp, 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 wupp. Packen wir die Spitzhacke hier unten hin. Geologen haben wir auch. Da können die in Ruhe verschimmeln.
Den Feuerlehm, Feuerziegel hier, packen wir da an die Schamottziegel. So, und dann wollen wir uns heute mal zwei Dinge angucken. Zum einen gehen wir jetzt erstmal zur Sabine und holen uns, vielleicht noch Cola, war es egal, und holen uns mal was Bestimmtes ab. Oh, vorher müssen wir wollen nämlich heute einen der Translokatoren reparieren, die hier in der Nähe sind, und uns dann mal mit denen, die sind ja sowas wie Teleporter, ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, immer mehr mit, als ich brauche. Das sind ja sowas wie Teleporter und wollen uns dann mal in andere Gegend teleportieren und mal gucken, wo wir da rauskommen. In der Hoffnung, dass wir da coole neue Steine und Materialien finden. Deswegen gehen wir jetzt einmal zu der Sabine hin. Ne? Ne? Mal gucken, ob da was im Chat steht. Hier noch mal die Ziegen. Es fängt ja auch noch an zu regnen. Oh, wir haben Vollmond. Tatsächlich, Vintage Story hat auch die Mondphasen. Das ist voll krass. Finde ich richtig gut. Das ist super realistisch. Warum ist da oben Licht? Habe ich da meine Laterne hingestellt? Tatsache. Da habe ich meine Laterne hingestellt. Witzig. Ja, Weg habe ich noch nicht weitergebaut. Habe ich jetzt in der letzten Zeit einfach nicht geschafft, weil in der großen Halle war so viel zu tun. Ich muss ja auch die Schmiede immer am Laufen halten, dass die Leute ihr Werkzeug kriegen, dass genug Material vorhanden ist. Ich habe letztens nochmal wieder Eisen geholt, ein bisschen. Meine Lieblingsmitspielerin, die Sabine, hat mir auch nochmal Eisen angebracht. Okay, sie ist ja bisher auch meine einzige Mitspielerin. Bum, 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 bum. Der Weg ist ganz schön weit, ne? So, aber dann gucken wir mal, die sollte hier irgendwo bei sich, sollte die Metallschrott haben, hat sie mir vorhin gesagt. Weil ich habe meinen letztens alles verbraucht. Ich hatte auch gar nicht so viel. Und wir sind ja gute Nachbarn, wir helfen uns ja gegenseitig aus. Bum, 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 bum. Ah, da ist irgendwo ein Bär. Oh, lass mich bloß in Ruhe. Nee, nee. Lass mich in Ruhe. Hier ist den Hasen. Oh, dann können wir auch mal gucken, ob sich was Neues gemacht hat. Oh, sie ist sogar zu Hause, sehe ich gerade. Das seht ihr an dieser weißen Schrift, die da mittendrin ist. Da seht ihr, dass sie zu Hause ist. Ah, ich glaube, die Büsche waren vorher noch nicht da, ne? Zwei übereinander sieht aber gut aus. Oh, guck mal hier, was sie gefunden hat. Richtig schicke Vorratsgefäße und richtig schicker Blumenkasten. Cool. Hat sie ihre Steinweg, hat sie noch weitergebaut? Was haben wir hier? Boah, Pilzfarm. Die ganzen Pilze. Sabine, krass. Du bist richtig gut. Gucken wir uns erstmal den Garten an, bevor wir reingehen. Den haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesehen. Wir gucken, ob irgendwas verändert ist. Weißt du, was hier fehlt? Eine Bank. Hier fehlt eine Holzgartenbank. Zum Draufsitzen. Vielleicht schisseln wir ihr da mal eine. Jetzt gehen wir erstmal gucken. Klopf, klopf. Sie hat eine neue Tür, ne? Ja. Was ist... Hausschuhe. Die hat sich hier Schuhe gestellt. Ah, jetzt kriegt die nicht mal richtig gesetzt. Ah! Ich habe ihre Schuhe kaputt gemacht. So. Ach ja, ist das cool. Ah, die hat schon was drauf. Muss ich ihr lassen. Die hat, glaube ich, hier den Raum auch geändert. Das ist nicht mehr ihr AFK-Raum. Pökel, Salz, Fleisch. Eingelegtes Salz auf 50 Liter Gemüse. Hat sich überall die Hinweise hingemacht. Oh, guck mal hier, alles voll. Bambus, Eis, Erdnüsse, Erdnüsse, sehr cool. Guck mal hier, jetzt wir Kuchen. Klauen uns mal ein Stück Kuchen. So, frech geklaut. Nein, sie hat mir tatsächlich welchen vorbeigebracht, auch deswegen ist das schon in Ordnung. Roggenmus, okay. Boah, guck mal, hat sich auch nochmal den Boden verändert, ne? Der war, glaube ich, letztes Mal noch nicht. Damit Türen uns zu. Oh,
oder noch so ein schönes Gefäß. Oh, ist das krass. Und Lehmöfen, genau, deswegen hat sie mir auch Kuchen. Sie hat angefangen zu backen, sie hat sich hier eine Küche eingerichtet. Hier auch Lehmöfen. Drunter das Holz. Mega nice. Diese Gitter hier. Oh, guck mal. Was ist denn das da drunter? Dahinter. Ist das auch ein Ofen? Marmorplatte. Sie hat sich mit Marmor. Den wollten wir ja letztes Mal ja auch suchen. Den haben wir ja nicht gefunden. Den suchen wir aber nochmal. Ne? Und hier brennt. Das ist der Eisenkorb aus der Medieval Expansion. Oder ist der mittlerweile Standard? Ich glaube, der könnte auch Standard sein. Er hat sich hier einen Ofen gebaut. Wie cool. Oh Gott. Ich bin neidisch. Neue Fenster, ja. Werkzeug. Okay. Jetzt gucken wir mal, irgendwo müsste hier der Schrott sein. Leuchten. Da oben? Nee. Nee. Den vielleicht doch hier vorne irgendwo gelassen? Wenn nicht, müssen wir gleich mal fragen. Aber wir gehen erstmal nach oben. Da. Ah, guck mal. Hier sieht's aus, als wenn es hier irgendwo wäre. Hallo. Guten Tag. Versteckst du dich jetzt in der Ecke? Siehst du mich gar nicht? Ach, du schisselst. Ich sehe schon. Ah, okay. Wollen wir dich mal nicht stören? Ah, da. Guten Tag. Erstmal Kuchen essen. Oh. Ah, die Metallpeile brauchen wir. Gar keinen Metallschrott. Okay. So, wir müssen natürlich Danke sagen. Okay, das war irgendwie der falsche Emoji. Oder ich, vertick dich so den hier mal an. Da. Okay. So, da war ja da. So, willst du mitkommen? Kannst du auch mitkommen. Nee? Okay. Gut, dann bleib da. Und wir gehen jetzt zurück. Wir nehmen mal den anderen Weg zurück. Ich glaube, der führt uns nämlich direkt schon beim Translokator vorbei. War da hinten gerade Licht? Nee, dachte. So, habe ich hier den Weg auch weitergebaut. Der geht hier lang. Oh. Translokator? Du hast auch einen in der Nähe? Da gucken wir uns. Nee, nee, nee. Den hat sie, glaube ich, schon repariert. Wir gucken uns erstmal einen anderen an. Wie man den nämlich repariert, werde ich euch zeigen. Und dann können wir uns alle anderen, können wir irgendwann eine Tour machen, aber vielleicht jeden Tag jetzt eine Tour, jedes Mal, wenn ich Video mache, ne, nutzen wir einen anderen Translokator und gucken uns mal überall an, wo die hinführen. Okay, da ist immer noch diese Mauer. Ich wusste gar nicht, dass du auch einen in der Nähe hast, du. Das war mir gar nicht so bewusst. Bom, 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 bom. Wir wollen nämlich, also ich zeige es euch mal. Das ist unsere Basis. Den haben wir schon mal aktiviert. Den gucken wir uns auch nochmal an. Ich will aber zu dem anderen, den ich hier, glaube ich, gefunden habe. Genau. Ja, irgendwie das falsche Symbol benutzt. Wir machen mal das hier. Da wollen wir hin oder da wollen wir hin. Ich bin noch am Überlegen, welchen wir nutzen. Aber wahrscheinlich der, weil der einfach ein bisschen näher ist. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich erstmal bis nach Hause. Und dann werden wir uns erstmal. Hä? Ach so. Da lang. Ich brauche, muss Wegweiser aufbauen. Langsam kriegen wir aber richtig. Ich mag das sehr mit diesem Wege- und Straßennetz. Ich will ja unbedingt auch noch weiter ausbauen. Gerade wenn neue Spieler noch mit draufkommen. Oder wir noch Translokatoren finden oder Händler. Da Wege hinzubauen. Ich mag diese Idee mit dem Schienen- und Straßennetz. Schienennetz, so ein Quatsch. Die Mod haben wir nicht installiert. Es gibt tatsächlich eine Minecart-Mod. Also mit so Loren. Ich habe die aber mal getestet, aber die gefällt mir noch nicht so ganz. Vielleicht gucke ich mir die nochmal in Ruhe an. Ich glaube, das wäre schon ganz cool, wenn man sowas auch hat, aber ich bin da noch nicht völlig überzeugt von. Und tatsächlich steht ja Vintage Story auch kurz vor der nächsten Version, vor dem nächsten Update, nämlich 1.19.
Und da wird auch immer einiges mit verändert. Ich bin sehr gespannt drauf, was sich da alles verändern wird und ob wir da vielleicht, also ich hoffe ja, wir können diesen Spielstand weiter nutzen. Aber das muss sich zeigen, wie kompatibel das ist, wie viel kaputt ist, wie viel funktioniert, ob wir den weiter nutzen können oder ob wir den Server tatsächlich leer machen müssen und von neuem starten müssen. Was auch was hätte, ehrlicherweise. Aber naja, schauen wir mal. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Es kann auch sein, dass wir den Server erstmal bei 1.1 belassen. Ah, Wolf. Weg. Ich will dir nichts tun, tu mir auch nichts. Dass wir den Server erstmal bei 1.18 belassen, bis 1.19 ein paar Hotfixes rausgebracht hat, das werden wir sehen. Das hängt auch ein bisschen von dem Server-Host ab, natürlich. So. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Oder sind wir jetzt schon näher dran? Nee, weil er zu dem stimmt. Dann füllen wir jetzt nochmal Essen auf. Und holen uns dann diesen Translokator. Ich wünschte ja, es wäre Tag, aber naja. Sind halt an die Zeit gebunden. Ich mag das, dass es über die Brücke jetzt ein bisschen schneller geht. Ich finde das gut. Ach, ich habe Essen dabei. Dann können wir gleich los. Schaufel. Habe ich auch eine neue dabei? Okay. Dann können wir gleich los. Und wir nehmen mal den Translokator und machen den mal auf angepinnt. Ich sollte noch aber Leiter mitnehmen, denn der hat eine gewisse Tiefe, der Translokator. Und ich möchte gern, dass wir da mit Leitern einen direkten Weg runterbauen. Dass wir da nicht irgendwie durch eine ewige Höhle müssen, sondern da relativ direkt rankommen. Und da muss ich noch hoffen, dass ich den treffe. Zum Glück habe ich mir mit, habt ihr gesehen, 88T die Tiefe markiert. Und ich gehe am besten hier lang, genau. So, da ist der, der bei uns in der Nähe ist. Ich kann dir mal zeigen. Der ist da unten nämlich. Oh, dann gehen wir hier runter. Da in der Höhle, da ist der drinne. Aber da der schon repariert ist, ich will euch zeigen, wie der aussieht, wenn er kaputt ist, beziehungsweise wie man den repariert. Und dann benutzen wir den so, wie es sozusagen sein soll. Wir werden dann nach und nach unsere Translokatoren in der Nähe alle nach und nach reparieren. Und mein Ziel ist es dann auch, die mit Straßen zu verbinden, beziehungsweise wenn ich einen gefunden habe, einen Translokator, gehen wir jetzt durch die Höhle? Sieht so aus, ne? Wenn es nicht dunkel wäre, könnte ich es sehen. Mein Ziel ist, dass ich, wenn ich Translokatoren gefunden habe, dort in der Nähe neue zu finden und die dann auch mit Straßen verbinden, dass wir eine Art Teleporter-Netzwerk uns aufbauen, um halt schnell über die Map zu kommen. Das ist so mein Ziel. Und halt neue Gegenden zu erforschen, weil irgendwann wollen wir auch weit in den Norden, weit in den Süden. Wir wollen die Wüste sehen. Wir wollen oben das ewige Eis sehen. Also das haben wir alles noch vor. Wir wollen die richtige Weltreise machen. Auch wenn das ganz schön weite Wege werden, aber ich will das sehen. Ich will. Das hat schon mal einer in der Staffel 1 gesagt. Es gibt tatsächlich in Vintage Story Nordlichter. Und ich will diese Nordlichter irgendwann mal sehen. Aber ich will da mich auch nicht irgendwie hinteleportieren. Also, was heißt hinteleportieren? Ich will da nicht mit irgendwelchen Tricks hinkommen. Ich will den Weg nutzen, der vom Spiel vorgesehen ist. Entweder mit Translokatoren oder halt mit Laufen. Ne? Und das wird eine ganz schöne Reise. Ich glaube, da müssen wir zwischendurch vielleicht mal ein paar Häuser bauen als Wegstationen, wo wir uns dann ausruhen können, wo wir Vorräte bunkern. Aber ja, das ist so eins von meinen auf meiner Big To-Do-List, was wir alles noch mal irgendwann mal machen müssen. So, jetzt gehen wir aber erstmal. Genauso wie die Stöcke, genau. Was auch noch aussteht, ist die Schatzsuche zu dem großen Resonanzarchiv. Das ist ja mit dem letzten Update reingekommen und ich habe das selber noch nicht gesehen. Ja, komm her, komm her. Du willst Ärger? Du hast mich angegriffen, Junge. Du hast mich angegriffen. Besser ist, hau ab. So. Jetzt muss das irgendwo hier runter gehen. Wir buddeln uns mal hier rein. Vielleicht nicht mit dem Messer. Wir müssen auf 88 Tiefe gehen. Wir sind jetzt bei 106, 105. Upsi. Das war nicht geplant.
Das war nicht geplant. Da bauen wir eine Leiter hoch, die ist oben. Okay, alles klar. Okay. Ist der da? Nö, hier ist nochmal ein Raum, aber so einen habe ich auch noch nicht gesehen. Völlig zerstört. Da ist eine Leiter. Oh, da gehen wir gleich runter. Nehmen wir erstmal alles mit. Da ist so eine Feuerstelle, jetzt gehen wir mal hier runter. Okay. So ein. Nee, ich will nicht schlafen. So einen habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, was ist denn hier noch alles drin? Da, Schriftrolle. Die gucken wir uns später mal an. Nee. Abbauen. Ja. Also das war nicht das, was ich finden wollte, aber ey, cool. Na komm. Abbauen. Schrott. Ist ja krass. Okay, aber wir gehen jetzt hier wieder raus. Denn das war ja eigentlich nicht das, was wir finden wollten. Aber cool. Aber das ist auch wirklich hier, nur diese Höhle, dass wir die jetzt gefunden haben, ist echt purer Zufall. Die hat keine Verbindung nach außen. Nirgendwo. Auch hier unter dem Kies nicht, ne? Nee. Krass. Okay, cool. Das sind die Zufälle, die man halt so hat. Ist hier Sand? Warum ist hier mittendrin Sand? Okay. Krass. So, weiter runter. 88. Das war richtig, ne? Tiefe 88. Ja, jetzt muss der hier irgendwo sein. Beste Hoffnung, dass wir den finden. Oder ist er auf minus 88? Der ist doch auf minus 88 garantiert. Oder? Hätte ich da nicht minus geschrieben? Da ist er! Stimmt, der lag im Wasser. Der lag im Wasser. Aber wir haben zum Glück noch Erdblöcke bei. Na komm. Ich glaube, wir werden das Wasser hier gar nicht komplett wegkriegen. Und das macht den natürlich ziemlich kompliziert, ehrlicherweise. Nee, wir kriegen da kein Wasser rauf. Okay, das macht den natürlich spannend, aber wir machen das mal trotzdem. Jetzt werde ich hier weggetrieben. Wir brauchen dafür, da scheint so ein paar Zahnräder fehlen. Ich habe solche Zahnräder schon einmal gesehen. Wir nehmen mal. Das ist gerade echt der Hallo. So. Jetzt können wir nämlich stehen. So, wir nehmen also diese temporären Zahnräder und setzen die da ein. Nee. Achso, ich muss erst den Metallschrott. Metallteile da einsetzen. Und dann, ich glaube, drei Zahnräder. Und dann ist er repariert. Und jetzt steht da oben auch reparierter statischer Translokator, verbiege Raumzeit. Der braucht jetzt einen Moment, bis der sich eingekriegt hat.
Und dann können wir den benutzen. Raumzeitsubduktion abgeschlossen. Jetzt seht ihr schon, da sind diese Funken. Und wenn wir uns jetzt draufstellen, wir essen aber gleich mal vorher noch was. Wenn wir uns jetzt da draufstellen. Also gegen das Wasser jetzt ankämpfen. Sind wir woanders? Und jetzt gucken wir mal einmal auf die Map. Und sehen, wir sind bei minus 4000, minus 6000. Das heißt, ganz schön weit im Norden. Hier ist so das Nördlichste, was wir gelaufen sind. Und wir sind da. Ja, dann sehen wir mal. Sabine geht offline. Ist nett, dass sie Bescheid sagt. So. Erstmal hier alles kaputt machen, erstmal Platz machen hier. Ach, da ist wieder dieser eine kaputte Steinhaufen. Komm. So, einmal alles abgebaut. So, oh. So, jetzt müssen wir uns einmal auf der Karte mal markieren, dass wir den nicht verlieren. Bin ich gespannt, was das sieht aus wie Sandstein oder so? Könnte sein. Translokator B. Nennen den mal Blue. Und benennen den anderen mal auch entsprechend um, dass wir einfach wissen, welcher wohin führt. Na komm. So, Blue, dort die Farbe Blau. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Ah! Dass wir hier nicht sterben und hier rauskommen. Und hier ist kein Ausgang, das war so klar. Das heißt, wir machen mal Folgendes: Wir bauen uns hier einfach ein. Hey! Hihi! Und dann graben wir uns hier einfach nach oben raus. Ich habe aber, glaube ich, nur noch 12 Leitern. Das könnte knapp werden. Wie tief sind wir denn? 12. Das ist ganz schön tief. Oh. Das ist auch eine Höhle. Ah, okay. Hier geht es aber nur runter, hier geht es nicht raus. Hier könnte es rausgehen, ne? Geht es nach oben? Ja. Also, wir müssen auch da nochmal irgendwann eine Leiter runtergraben. Und uns das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Aber jetzt gucken wir erstmal. Hier führt es auch nur runter, ne? Eigentlich will ich zur Oberfläche. Ich brauche meine Rüstung. Warum habe ich die nicht angezogen? Ah! War da hinter mir noch einer? Da war hinter mir noch einer. Ja, aber so repariert man Translokatoren. Dass wir natürlich jetzt da nicht an die Oberfläche gekommen sind, ist ein bisschen schade. Ich würde aber sagen, wir gucken uns einfach den anderen auch nochmal an. Der schon repariert ist. Wir packen nochmal die Teile zur Seite. Oh, wir haben so viel Zeug jetzt gesammelt. Muss ich alles auch wegpacken. So, erstmal das. Das
Kiste, Kiste. Ah, nicht ganz zufrieden, die bauen wir nochmal irgendwann um. Was habe ich da noch gefunden? Eine Grube, okay, okay. Das ist der Steinhaufen, den wir schon mal hatten, der nicht ganz in Ordnung ist, der ist kaputt. Bronzearmband. Wo ist es hin? Da. Können wir mich anziehen? Hehehe. So, Holz kommt da rein. Du kommst auch da rein. Dann kommt die Kohle da rein. Dann gehen wir noch ein bisschen was da vorne wegräumen. Unser Lager. Das übrigens auch nochmal umgebaut werden muss. Ne? Das ist viel zu klein. Da muss unbedingt auch noch was passieren. Was die Gears? Da kommen erstmal die Metallteile rein. Die Temp Gear kommt da wieder rein. Noch mehr von. Kies. Sand. Erde. Mehr Erde. So, dann haben wir oben noch bestimmt noch irgendwo Platz. Da. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Ich packe mal auch mal weg. Die Knochen packen wir mal noch weg. Und dann haben wir eigentlich schon wieder genug Platz, um zu sagen, wir machen mal ein neues. Gehen wir neu. Erstmal schmeißen wir nur einmal den hier hin, dass der automatisch dann vom Server verschwindet. Und dann gucken wir uns mal den zweiten Translokator an. Ne? Den habe ich auch schon ein, zwei Mal besucht, ehrlicherweise. Aber jetzt können wir uns ja den mal einmal gemeinsam zu Gemüte führen. So. Wie schon gezeigt, ist er nämlich hier unten. Der ist nämlich gar nicht so weit weg. Der wird sehr interessant, weil der sehr nah dran ist. Fupp, sind wir woanders. Und auch hier sind wir wieder in der Höhle natürlich. Hier ist noch Kohle, die wir irgendwann mal abbauen. Was ist das denn? Ist das Schwefel? Ah, Schwefel. Cool. Nee, wir wollen uns aber jetzt die Höhle nicht anschauen. Das machen wir ein andermal. Wir wollen nämlich hier diese Treppe benutzen. Und an die Oberfläche. Und da sind wir. Hornsteinebene. Und wir gehen einmal auf die Map. Und jetzt wird es interessant. Erstmal muss ich mich mal auf der Map finden. Da. Wir nennen ihn mal First Translokator First, weil es der erste war. Und der kriegt weiß. Das machen wir gleich mit uns in der Nähe auch. Ah, diese Map, dass die mal ewig lädt. First. Weiß. Speichern. Und jetzt wird es mich interessant. Da sind wir jetzt rausgekommen. Jetzt gehen wir nach links rüber. Und da ist der andere. Und der seht, der ist... Gehen wir noch weiter raus? Nein. Aber ihr seht, der ist so auf derselben... Auf demselben Breitengrad, auf derselben Höhe. Aber viel weiter rechts. Ne? Der ist weiter rechts. Und der ist weiter links. Und dann haben wir aber schon den Verbindungspunkt ja hier unten in der Nähe. Und können damit schon zwei völlig verschiedene Gebiete reisen. Und mal gucken, was jetzt hier alles noch erwartet. Wir werden mal hier ein bisschen rumlaufen. Und zwar in die Richtung. Da so hin. Da war ich schon mehr, aber da ist auch, guck mal, da ist auch wieder ein großer Berg. Ihr seht auch richtig, wie die Wolken sich vor dem Berg auftürmen. Voll cool, ne? Sowieso ganz schön viel Wolkenaktivität hier. Krass. Hallo Hasi. Hallo. So, dann gucken wir, ob wir hier vielleicht
Ja, da gehen wir mal hin, da hoch. Da hinten scheint mich auch noch ein schöner Berg zu sein. Ein bisschen Landschaft mal angucken. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh, Kupfer. Können wir nicht vorbeigehen, ne? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Kupfer geholt. Kalkstein. Aha. Der ist auch interessant. Den haben wir, glaube ich, nämlich auch gar nicht. Oder nicht viel. Und aus Kalkstein können wir nämlich auch diese Kreide machen, die wir für Leder brauchen. Und für Mörtel. Und jetzt hat uns erstmal da eine Lawine von Kies erwischt. Und da ist unser Kupfer. Zum Glück geht das mit der Stahlspitzhacke deutlich schneller, was das Abbauen angeht, als mit Kupfer. Also mit der Kupferspitzhacke. Das ist so viel angenehmer. Sieh, das geht ja quasi instant, dass der Block kaputt geht. Wunderbar. So, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Auch noch. Ja, komm. Das sieht aber aus, als wenn das alles war. Und dann kramen wir uns mal wieder raus hier. Beziehungsweise nutzt einfach den Kies. Hey. So. Gehen wir mal da hoch. Aber wir kommen so ganz langsam, ein paar Minuten haben wir noch, aber wir kommen so ganz langsam auch schon wieder zum Ende von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich lasse es also jetzt schon mal los, ne? Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nein, lasst auch ein Like da. Einfach mal liken. Ist mir egal, einfach raus. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, falls euch irgendwas nicht gefallen hat oder wollt, falls ihr irgendwas erklärt haben, noch mehr Kupfer, falls ihr irgendwas erklärt haben wollt, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Ich lese mir das alles durch und gucke mir das alles an. Und ich beantworte auch alles. Also falls ich mal einen vergessen habe, sagt Bescheid. Aber ich gehe davon aus, ich beantworte alles. Die liebe Lumi sagt nämlich auch ganz oft Bescheid. Ey, guck mal, da ist gerade ein neuer Kommentar. Manchmal sehe ich es auch selber. Und ich freue mich da über alle Kommentare. Ich freue mich immer über alle Kommentare. Und da waren ja auch schon echt viele Tipps dabei. Mir hat letztens auch einer wieder da einen Tipp gesagt, wo ich sage, Moment, was, das geht? Nee, das geht nicht. Doch, doch, das geht. Ausprobiert. Es geht wirklich. Und zwar kann man, das habe ich gar nicht gezeigt, wenn man Sachen schmiedet und die heiß sind, kann man die ins Wasser werfen und dann kühlen die ab. Wie so ein Schmied, der sowas ins Wasser packt, ne? Das habe ich vorher noch nie gesehen, noch nie gewusst. Ich spiele seit Jahren Vintage Story. Ich habe das nicht gewusst. Es ist wirklich so. Da war ich sehr erstaunt, ich musste das auch gleich ausprobieren. Zwar habe ich irgendwann nachts den Kommentar gelesen und denke so, das musst du jetzt mal ausprobieren. Oh, okay, es geht. Krass. Ne, also danke an den Kommentarschreiber, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Jetzt fahre ich hier runter, oh Gott. Ah. Okay, das werden wir uns alles irgendwann nochmal angucken und erforschen. Aber die Folge ist jetzt zu Ende. Wir versuchen mal noch einen kniffligen Sprung zu machen. Nein! Ah! Okay, ich falle hier nur runter. Jetzt geht nur tiefer. Aua! Toll, ich wollte eigentlich die Folge mit einer schönen Aussicht beenden, aber irgendwie wollte ich dann zu viel. Deswegen gehen wir jetzt hier noch ein kleines Stückchen lang. Gleich ist zu Ende. Gleich könnt ihr abschalten. Abschalten und in die Tasten hauen und Kommentare schreiben.
Hier lang, hier lang. Ah, guck mal, da ist doch ein schöner Ausblick über den See. Ja, wunderbar. Das ist doch ein schönes Ende. Oh, interessant. So, aber der Janosch sagt, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Vintage Story. Und auf Wiedersehen. Bis dann.